Rainer Vlog präsentiert die Nordbahn. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Rainer Vlog. Dieses Mal geht es um die Nordbahn. Die Nordbahn wurde 2002 gegründet und gehört jeweils zur Hälfte zur AKN Eisenbahn GmbH und zur BNEX. Seit Dezember 2023 betreibt die Nordbahn 9 Regionalbahnlinien in Schleswig-Holstein und Hamburg, die wir uns gleich genauer anschauen werden. Der aktuelle Bestand an Fahrzeugen besteht laut nordbahn.de vom Stand 30. Dezember 2023 aus 22 Zügen. Die Zahlen sind jedoch aktuell nicht genau zuordbar, da die Nordbahn vom Land Schleswig-Holstein neue Züge erhalten soll. Von den 22 auf der Website von der Nordbahn genannten Zügen sind 7 davon vom Typ Alstom Concordia Lind 41. Die Lind wurden 2001 gebaut und 2011 nochmals rundum modernisiert. Sie haben eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde und sind mit 131 Sitzplätzen ausgestattet. Sie gehören laut Wikipedia zu der AKN und werden an die Nordbahn verpachtet, dafür werden diese dann bei der AKN in Kaltenkirchen und Neumünster Süd gewartet. Dann verfügt die Nordbahn noch über weitere Züge vom Typ Stadler Flirt 3. Die sind seit Dezember 2014 im Einsatz und haben eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160 km die Stunde. 7 davon sind 5-teilig und 8 davon sind 6-teilig. Mit jeweils 259 und 320 Sitzplätzen. Anders als die Lind 41 haben die Flirt einen elektrischen Antrieb über die Oberleitung. Eigentümer bzw. Einkäufer ist die BNEX. Neu im GEM hingegen werden die Stadler-Züge vom Typen Flirt Akku sein. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde und 123 Sitzplätzen wird der Flirt nach und nach die Lind 41 der Nordbahn ersetzen. Die Besonderheit an den Zügen wird sein, dass diese Züge als erste in Deutschland mit Akkus betrieben werden, statt dass sie sich ihren Strom aus der Oberleitung nehmen müssen. Natürlich verfügen die Züge über Stromabnehmer, da die Reichweite laut Hersteller nur bei 80 km liegt und die Züge ja nachgeladen werden müssen. Die NASH ist Eigentümerin der Züge und mit denen möchte man dem Status entgegenwirken, dass das Bahnland Schleswig-Holstein das Schlusslicht in Deutschland ist, was die Elektrifizierung der Bahnstrecken betrifft. Daher sind die Züge im einheitlichen Design auch NASH-Blau genannt lackiert. Insgesamt wurden von der NASH 55 Züge bestellt, wie viele davon die Nordbahn abbekommt, ist unklar. Angeblich ist laut dem 10. Dezember 2023 die erste von denen bei der Nordbahn im Einsatz, nämlich auf der Strecke zwischen Neumünster und Büsum. Das Liniennetz der Nordbahn in Schleswig-Holstein sieht folgendermaßen aus. Neu dazugekommen sind alle Strecken nördlich von Neumünster und die erst seit Dezember 2023. Bis Dezember 2023 hat die Nordbahn lediglich die eingezeichneten Strecken ab Neumünster und Elmshorn befahren. Zu dem Liniennetz gehört somit die RB 63 von Büsum über Heide nach Neumünster. Hier ist wohl angeblich auch der erste Flirt-Akku im Einsatz, ansonsten wird hier mit den Lind 41 gefahren. Die RB 64 von Husum bis nach St. Peter-Ording. Hier wird aktuell noch mit älteren Lind 41 gefahren, bis neue Flirt-Akku in der Zukunft eingesetzt werden. Die RB 61, die von Itzehoe über Glückstadt, Elmshorn, Pinneberg und Altona bis zum Hamburger Hauptbahnhof fährt. Die Fahrten erfolgen mit Stadler Flirt 3 Zügen. Die RB 71, die meistens aus Wrist kommt, sich aber manchmal auch mit einem anderen Zugteil aus Itzehoe koppelt und die dann zusammen von Elmshorn und Pinneberg nach Hamburg-Altona fahren. Auf dieser Strecke werden auch Flirt 3 Züge eingesetzt. Die RE 72, die von Kiel aus bis nach Eckernförde fährt und von einer Behilfsbrücke in Riesebi weiter bis nach Flensburg fährt. Riesebi ist jedoch nur mit der RB 73 erreichbar. Aktuell Stand Ende 2023 und Anfang 2024 ist es so, dass die RB 73 hauptsächlich zwischen Kiel und Eckernförde weiter bis zur Behilfsbrücke fährt und die RE 72 nur zu Hauptverkehrszeiten von Kiel bis nach Eckernförde fährt. Bei beiden Linien werden aktuell noch alte Lind 41 eingesetzt, die von der DB Regio übernommen worden sind, bis neue Flirt-Akku hier eingesetzt werden können. Die RE 74 fährt von Kiel über Rendsburg und Schleswig bis nach Husum, während die RB 75 zwischen Kiel und Rendsburg verkehrt.
Aktuell noch auf Altenlind 41, die man von der Duby Regio übernommen hat, in der Zukunft aber mit den Flirt Akku. Zu guter Letzt gibt es da noch die RB 82, die älteste Strecke der Nordbahn. Die wird mit Lind 41 Zügen von Neumünster über Bad Segeberg bis nach Bad Oldesloe bedient. Auch hier gilt dasselbe, dass die alten Lind in der Zukunft durch Stadler Flirt Akku ersetzt werden. Kommen wir jetzt zu der Content-Sektion. Hier werdet ihr nun paar Trainspot-Ingaufnahmen sehen, die von Nordbahnzügen aufgenommen worden sind. Hier seht ihr eine Lind 41 von der Nordbahn in Neumünster einfahren. Auf dem anderen Gleis steht eine Lind 54 von der AKN. Hier könnt ihr sehen, wie die Lind 54 von der Muttergesellschaft AKN in den Bahnhof Neumünster reingefahren ist. Die Lind-Züge sind bei der AKN seit 2015 im Dienst. Nun seht ihr der Vollständigkeit halber die AKN wieder abfahren als A1 nach Eidelstedt. Die Aufnahme ist mittlerweile etwas älter, da aktuell die A2 von Norderstedt Mitte bis nach Neumünster fährt. Danke an Trainspotter69 für diese tollen Videos. Oben könnt ihr seinen Instagram-Namen sehen. Hier könnt ihr auf der Aufnahme aus dem Herbst 2022 eine Lind 41 auf der Linie RB 82 nach Neumünster aus Bad Segeberg abfahren sehen. Und hier könnt ihr eine Lind 41 aus Neumünster nach Bad Oldesloe als RB 82 in Bad Segeberg einfahren sehen. Das Video ist am selben Tag entstanden wie das vorherige. Hier könnt ihr sehen, wie ich eine Lind 41 von der Nordbahn in Kaltenkirchen gespottet habe. Diese befand sich anscheinend vorher auf dem AKN-Betriebsgelände, wo diese gewartet wurde. Die Lind ist in Richtung Norden, also nach Neumünster gefahren. Hier könnt ihr eine RB 61 nach Itzehoe sehen, wie sie am Bahnhof Hamburg-Dammtor reinfährt. Der Zug ist hier ein Stadler Flirt 3. Und hier könnt ihr sehen, wie eine RB 61 von Itzehoe nach Hamburg Hauptbahnhof in Hamburg Dammtor einfährt. Danke Trainspotter69 für die letzten beiden Videos. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Hallo, bitte Leute, ich bin heute hier beim Video machen. Abonniert. Alle wie möglich, alle. Aber ihr müsst mir noch Geld geben. 20 Euro pro Video. Bitte komm, ich halte nicht mehr aus. Komm, 30.000 Leute muss kommen hier hin. Genug Platz hier.